Oh, willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Frau Lück und bei Borderlands. Und das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass beide Sachen relativ schwierig sind. Aber obwohl, wenn er weitere Arbeit hat, könnten wir vielleicht zu Baha gehen. Vielleicht gibt das mehr Punkte, weil diese andere Mission, die da war, diese mit dem Bonehead, warte mal, wie hieß die? Bonehead, der Dieb, die ist einfach noch zu schwierig. Das ist. Die Typen sind Level 11, Level 10, Level 11 und das kann ich mit meinem Level 6 noch nicht erreichen. Ich habe es schon probiert im vorderen Naja, Part. dich habe ich gesucht. Aber so gibt es wenigstens noch ein bisschen was anderes zu tun. Okay, sag an. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nichts sieht. Ja. Okay, ich gehe mal hin. Ich habe eine talentierte, eine weitere Aufgabe für für jemanden talentiertes wie dich. Okay. Was denn? Hey! Schön, dich zu sehen. Seit dem Tod meiner Frau. Bla 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 bla. So. Oh, das ja. Das ist hart und das ist normal. Na, dann machen wir doch das. Wir sind doch nicht doof. Oh, da gibt's eine Shotgun. Guck mal. Und ganz schön viel Belohnung. Schön, schön, schön. Scar getötet. TK Bahas Bein. Ah, das müssen wir erledigen. Okay. Erledige Scar in Scar Gully und bring TK Bahas seine Prothese zurück. Ich war mal genauso ehrgeizig wie du, bis mir ein Skag namens Scar das Bein abgerissen hat. Ich habe ihm das Auge ausgestochen, konnte ihn jedoch nicht töten. Dr. Zed hat mir eine Prothese verpasst und ich habe es nochmal versucht. Aber Scar hat sich auch die geschnappt. Hat das Ding einfach sauber abgerissen. Mann, ich konnte mich kaum nach Hause schleppen. Ich hoffe, du kannst mir mein Bein wieder beschaffen. Auf dich wartet auch ein ganz besonderes Geschenk. Ich sehe schon eine schöne, wunderschöne Shotgun. Okay, auf geht's. So, jetzt sind wir Level 7. Und jetzt können wir nämlich auch wieder einen Zack machen. Und den kritischen Schaden, wollen wir den erhöhen? Dann haben wir 10%. Komm. Düdüt. Auf geht's. Nach Scully Valley. Das war doch da hinten. Ah ja, okay. Ich schick dich nur ungern weg. Du bist ja ganz nett und so, aber Ja. ich muss mal was wegbringen. Ich muss was richtig Ekliges wegbringen, Mann. Egal, ist Ach, du bist okay. eine Drecksau, bist du. So. Da unten geht es nach Scully Valley. Wir können direkt hier runter, oder? Oh, da ist eine Kiste, guck mal. Vielleicht finden wir da eine Waffe. Natürlich nicht. Aber Geld. $11. $11. So. Hilft uns zwar nicht. Aber einfach hier geradezu. Und dann da hoch. Ah ja, genau, da war das. So, kommt her. Einmal. Huch, daneben. Hier. Kritischer Treffer. Pam, palam. Zerstören wir das doch. So. Und dann, wo war das jetzt lang? Das war jetzt einfach hier hinten lang. Ach so, wir müssen ja, genau, wieder über diesen Zugang. Oh. Der störte mich gar nicht. Und der eigentlich auch nicht. So. Ah, oh, schön. Warum tragt ihr Geld mit euch mit? Ihr Troppi-Jungs. Lasst schön troppen. Drop, drop. Vor, drop. Ach, da hinten geht's hin. Welches Level bist du? 2. Ah, ist das schön mit so einem Nahkampfschaden. Braucht man keine Munition. Fantastisch. Oh. Ah, Shotgun-Munition. Okay, brauche ich nicht. So, wie sieht's hier aus? Hä? Eine Mehrzweckgranate? Na, da haben wir wenigstens mal wieder eine. Ha! Ich glaube, ich habe sogar eine Idee. Waren da nicht irgendwo noch Granaten zu spüren? Düt, düt. So, holen wir uns mal diesen komischen Kasper. Auf geht's nach Skagali. Wenn dein Schild komplett runter ist, suche Deckung auf, damit er wieder aufladen kann. Stimmt. Ach, apropos Schild. Da fällt mir gerade was ein. Ich könnte jetzt das Schild ändern. So, hier sind wir wieder. Da war doch auch irgendwie Granaten drin. Ne, hier ist alles voll, das habe ich alles schon.
Das hier zum Verzweifeln. Aber wir wollten das hier ändern gegen das. Guck mal. Tschack. Und jetzt müsste es gleich aufladen. Na komm, lad auf. Will nicht. Doch, jetzt. Sehr schön. Ich will noch 3 Granaten mitnehmen. Ne, warte mal, wir gucken erstmal hier in dem... Ah, hier liegt auch was, guck mal. Banditen-Datenschreiber. War scheinbar lange den Elementen ausgesetzt. Warum sind wir hier? Finde 2 weitere Datenschreiber in Skagalli. Du hast einen ramponierten Datenschreiber gefunden, den die Banditen fallen gelassen haben. Die Daten sind beschädigt und unbrauchbar, aber es könnte noch andere Geräte wie den in Skagalli geben. Suche nach zusätzlichen Beweisen und bringe jeden, den du finden kannst, zum schwarzen Brändner Firestone. Dann machen wir das doch. Aha. Ja, der ist leicht beschädigt. Ha, da war noch eine Granate. Wusste ich's doch. Brauche ich doch gar keine kaufen. So, warte mal. Wo ist denn jetzt... Jetzt bin ich durcheinander. Ich habe jetzt hier verschiedene. Okay, wenn das... diese Station ist. Aber warte mal, wir wollten erstmal den Fuß holen. Wie kann man das machen? Warum sind wir hier? Oder Leben und Tod? Gucken wir uns das mal an. Das ist nämlich weiter weg. Okay, dann machen wir doch erst die andere. Nämlich diese hier. Ne, warum sind wir hier? Genau, und da brauchen wir nämlich nicht so weit gehen. Okay, dann nehmen wir diese. Komm, auf geht's. Warum sind wir hier? Ah, da gibt es wieder Viehzeug. Schön. Welches Level seid ihr? 2. Lass mich doch nicht immer so viel. So. Kommt. Kommt, ihr Lieben. Oh, der ist Level 4. Der auch. So, der Nahkampf macht fetzt. So, hier gibt's wieder was. Ach, meine Sammelleidenschaft. Eigentlich sammle ich ja nur Spiele, aber jetzt sammle ich mal Muniz schon. Ah, wir müssen über die Brücke. Oh. Das wusste ich nicht. Wie komme ich denn da hoch? Na, das ist ja doof. Moment, dann machen wir doch die andere Aufgabe erstmal. Also, Leib und Leben. Und da brauche ich bloß hier rechts gehen dann. So machen wir das. Welches Level? 4? Komm her. Komm her. Du bist 2. Und du bist auch 2. Euch kann ich leben, Jungs. Aber so viel, wie man hier einsammeln, das ist doch Wahnsinn. Das ist die reinste Sammelleidenschaft, die hier gedeckt wird. Gesundheit ist voll, das ist voll. Granaten habe ich jetzt schon mal wieder 3. Auch nicht schlecht. So, da geht's weiter. Hier, noch zerstören. Kaputt machen, mitnehmen. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, sehe ich gerade. Ich müsste eigentlich... Sag mal, was ist denn das für ein komisches Ländlein hier, ein komischer Planet? Also hier lang. Ja, hier geht's lang. Da geht's nicht runter, sondern wir müssen hier gerade. Ah, 6 Schuss haben wir. Okay, alles klar. Und wieso bin ich jetzt an dem Abgrund? Ah, der kommt hoch. Oh, die sind 7. Die sind 7. Die sind 7. Und schießen mit Säure. Drecksviechter. Weg, 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 weg. Oder? Machen wir sie platt. Da kriegt es richtig Punkte. Erstmal Nummer 6. Den noch. Oh, oh, nachladen, nachladen. Säurevieh. Ah, Mist, Mist, Mist. Ich habe so das Gefühl,
dass das keine gute Idee war. Oh doch. Jawohl. Geh weg. Spooky. So, mein Freund. Hü. War doch gut, dass ich so ein langes Schild habe. Wusste ich's doch. So, und wir müssen jetzt einfach bloß hier links gehen. Ah, guck mal hier. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Voll. Was gibt's hier? Ich bewege mich schon wieder in die falsche Richtung. Ich krieg das hier nicht gebacken mit dieser Karte. Nicht gut. Ach komm, hier. Ihr wolltet das ja so. Ist alles voll. Hier hinten ist auch nichts. Doch, da ist noch eine Kiste, guck mal. Und hier kommen wir ja wieder gleich hoch. Also, Geld her. 21 Dollar. Oh, da ist auch noch so ein Dreckshaufen. Zack. Ich glaube, hier kann man echt Stunden verbringen in diesem Spiel. Stunden. Und das macht einfach Laune, weil du an jeder Ecke hier was zu erkunden hast. Genau. Und jetzt gehen wir hier einmal rum. Oh, welches Level? 7. Nimm mal das. Das war eine gute Entscheidung. Okay. Spooky-Logie. Ah, ist voll. Geld nehmen wir mit. Da lassen wir nichts umkommen. Eine Mehrzweckgranate. Ich glaube, man kriegt dann immer das wieder, was man verschossen hat, oder? Habe ich so das Gefühl. So, sind wir denn hier richtig? Oh, nee, wir würden jetzt einen Umweg machen. Wir müssen jetzt hier lang. Na, warte mal. Jetzt bin ich an diesem Wegpunkt. Nimm mal das. Oder hier. So. Komm doch mal hoch. Oh, wie viele seid ihr denn schon wieder? Und warum seid ihr so viele? Wer hat euch denn hier eingeladen? Jetzt wird's knapp. Benutzen. Wie viel sind's jetzt noch? Oh, scheiße. Der noch und der noch. Oh. Runter vom Rasen. Hey, wir haben eine Herausforderung. Es gibt Herausforderungen, die man abschließen kann. Da hinten war noch ein Pflaster. Komm, das nehmen wir uns mal mit. Check. Das brauchen wir nicht. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Wo geht's denn jetzt lang? Ich gehe jetzt mal hier runter. In die Höhle des Löwen. Hier, das bekommen wir. Hier noch. Einsammeln. Komm, alles einsammeln. Man weiß nie, was noch kommt. Oh, was sind das für Vögel? Rax? Aha, okay. Können sie ja. So. Aha, und jetzt muss ich bloß hier um die Ecke, ha? Huh? Guck mal, was da liegt. Was war denn das jetzt? Au! Ach du Schande! Was ist hier denn los? Scheiße, was sind das für Viehzeug? Au, 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 au! Shit, shit, shit! Mist, 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 das sieht nicht gut aus. Facewalk. Weg hier, weg hier, weg hier.
Teufel. Lade nach. Was ist denn das für Viehzeug? Scheiß Viehzeug, ey. Bist du doof oder was? Oh.